So, da sind wir wieder. Wir waren gerade hier draußen und haben ein paar Bilder gemacht. Anna mit ihrem Kleid, was sie anhat, und ich mit der Kamera, die ich hier zwischen mir habe. Und es regnet zwar, aber wir haben schöne Farben hier, diese Herbstfarben. Und wir gucken uns mal an. Das sind jetzt noch die Bilder vom gerade eben. Also ich gehe mal hier weiter. Hier zum Beispiel. Also einfach wie wir aus dem Auto gegangen sind. Und man kann ranzoomen. Ich mache immer ziemlich viele Bilder. Und es sind auch nicht immer alle super duper. Weil manchmal weiß Anna auch gar nicht, wann ich überhaupt knipse. Und sie nimmt hier den Kopf hoch. Dadurch haben wir ein schönes Licht auch in den Augenhöhlen. Sonst wäre das sehr dunkel. Wir haben tolle Farben, weil das Grün vom Kleid passt natürlich super. Auch die Haare mit dem Braun passt toll zu den Herbstfarben. Wir haben hier das Grün und hier dieses Braun-Orange. Und das passt halt schön, weil das Kleid ist auch grün und die Haare sind so dieses Braun-Kastanien. Die sind mit dem 50 mm 1.8. Wir können ja mal gucken, bei Blende 2.2 muss man aufpassen, dass man es scharf kriegt. Ich zeige euch einfach alle Bilder, die wir jetzt gerade gemacht haben. Ja, ich habe erst Bilder gemacht von weiter weg, also hier sehr weit weg. Dann bin ich näher rangegangen und dann bin ich sehr nah rangegangen, damit wir das Gesicht noch mehr drauf bekommen. Aber wir haben die Bilder direkt aus der Kamera, 130 Euro Objektiv, an einem regnerischen Tag, mitten im Nirgendwo, im Herbst, Mitte November. Und ich habe dann nochmal das Objektiv gewechselt. Also wir sind jetzt hier immer noch mit dem 50 mm 1.8. Und ich wollte dieses Bild aber noch mehr auf Fokus auf Anna, noch näher dran und eine Kompression haben. Und deswegen habe ich das 70-200 drauf gemacht. Das 4.0. Die Bilder sind auch sehr schön. Also so, ja, die nassen Haare haben so ein bisschen Sexappeal. Und das ist jetzt, das ist immer noch das 50 mm. 50 mm. Auch sehr schön. Jetzt sind wir hier beim 70-200er. 4.0. Und da komme ich viel näher dran. Ich kriege Anna viel größer sozusagen drauf. Der Hintergrund verschwimmt noch mehr. Einfach weil ich eine größere Brennweite habe, 70 bis 200. Und hier habe ich genau das, was ich will. Ich will, dass der Hintergrund verschwimmt und dass ich Anna schön groß habe. Und es ist eigentlich egal, was sie macht. Sie kann da mit ihren Haaren spielen. Und wir haben tolles Licht hier mitten im Gesicht. Tolle warme Farben, toller Herbstlook. So ein bisschen so wie Kate Middleton vom Styling her. Also britisch. Und wenn wir uns jetzt einfach mal angucken, das sind ja jetzt ein paar hundert Bilder, die wir hier gemacht haben. Wenn wir uns angucken, wie lange wir gebraucht haben, wir können ja einfach mal gucken, wann wir die Bilder gemacht haben. Also zum Beispiel, ich gucke jetzt einfach mal hier Info. Da sind wir hier bei 13.15 Uhr. Gehen wir mal zurück zu den ersten Bildern. Ich gehe jetzt immer in 10er Schritten. Das ist so die ersten Bilder. Das ist das erste. Da sind wir bei 13.09 Uhr. Das heißt, wir haben 16 Minuten gebraucht für einen Haufen Bilder. Und Fotografie. Muss mal eben gucken, dass es scharf ist. Fotografie braucht nicht viel, es braucht eigentlich nur eine Kamera, egal welche, und die Lust zum Fotografieren.